moin Leute, willkommen zurück in der Nerdcrate. Tim hier. Wochenende. Und nein, wie ihr schon seht, heute keine 5 Minutes. Wenn es nichts Passendes gibt, werde ich das auch nicht machen. Heute, nach langer Zeit, endlich mal wieder ein kleines Unwraps. Mit bestem Dank an unseren letzten VOK-Gast, unseren letzten und ersten VOK-Gast, Abyss Watcher Collect. Sieht man ja schon ein bisschen in der Beschreibung, aber gucken wir doch einfach mal rein. Ich habe mit den beiden so, die da drinnen stecken, null Erfahrung im Sinne von, was die Figuren betrifft. Den Base-Stoff schon. Der eine ist natürlich G1 Optimus Prime, in Anführungsstrichen zur Perfektion. Von, ich glaube, das ist der DX9 One Pocket, oder? War das nicht so? Nein, Quatsch, das war der Hot Soldier. Hot Soldier, Mac Planet. Genau, der war das. Guck ich noch auf DX9. Ach, ein Kollege hat den DX9. Und nicht mal das Original, nur den KO. Schöne Grüße. So, gucken wir mal rein. Alles perfekt wieder eingepackt. Das war ja schon woanders, ich sag aber nicht wo. So. Und jetzt ziehen wir den aus der Schose hier mal raus. Versuchen wir zumindest. Mann, das ist ja so eng hier im Bubble Wrap, das gibt's ja gar nicht. Leck mich am Piep. Wer weiß. Da wir schon einen kleinen Disclaimer im Video hatten, trinkt vorsichtig. Und da es sich grundsätzlich um Plastikspielzeug hatte. Piep. Also, Hot Soldier, Mac Planet. Sehr cool. G1 Optimus Prime im Legend Scale. Front so, Rück so. Den Rest zeige ich euch später. Mache ich ein Review. Ich denke, der kommt jetzt die Woche. Erstmal reingucken. Faszinierend, was im Legend Sektor alles so abgeht. Man kriegt ja alles. Und die unterschiedlichen Firmen, die haben nicht mal einen kohärenten Stil. Die machen alle so ihr eigenes Ding, so, wisst ihr? Also sehr interessant. Ja, erster Blick, sehr cool. Der Truck ist G1 in Perfektion, ey. Mein lieber Scholli. Sehr, sehr geil. Ich hoffe an diesem Moment, dass das Zoomen in der Videobearbeitung noch funktioniert. Aber der sieht schon ziemlich fett aus, muss ich sagen. Oh, diese kleine Matrix. Oh, oh, so wundervoll. Sehr cool. Der Trailer ist auch echt Granate. Voll klein, voll niedlich. Ganzer Streifen geprägt. Cool. Boah, Kanten sind alle super scharf. Hier eine kleine Sprue-Mark. Hier so eine kleine Repair-Bay. Wisst ihr? Echt cool. Also bisher. Mag ich, was ich sehe. Mag ich wirklich sehr. Bin gespannt. So, erstmal wieder zurück ins Gefängnis. Zack. Erst die Anleitung, dann das Paket. Weiter am Text. Numero due. Ich hoffe, ich habe das ein bisschen ausgeblendet gekriegt. Der hat mich etwas überkommen. Entschuldigung. Ist immer noch nicht ganz weg. Arzttermin bald. Ich habe auch bald keine Lust mehr darauf. So, und der zweite, wo ich natürlich auch sehr gespannt drauf bin. Make Toys Galaxy Meteor. AKA Transformers Unicron Trilogy, Cybertron, Starscream. Weil wir haben ja Transformers Armada, Cybertron und Energon. Ich glaube, erst kommt Energon, dann kommt Cybertron. Ich bin mir nicht ganz sicher. War eine interessante Entscheidung von Make Toys. Und bisher gab es da auch noch nichts Neues. Aber dann macht er zum Beispiel Fans Hobby weiter. Sehr leicht. Sehr, sehr leicht. Aber ich habe gehört, der soll gut sein. Im Sinne von richtig gut. Was ich hier so sehe. Upsi. Sieht ziemlich cool aus. Schön eingeklemmt ins Clamshell. Oh, der ist ja super leicht. Der sieht aber auch super geil aus. Mal kurz für euch. Wie gesagt, wenn es klappt, so rübe ich für euch ran. Kein Ding.
Und er soll mega beweglich sein, habe ich gehört. Schwert beweglich. So, mit dem Teil hier kommt das noch raus. Das kommt auch noch raus. Okay. Das kommt raus, das kommt raus. Double Jointed Elbow. Ah, der hat die originalen Starscream-Hände. Interessant. Zeige ich alles im Review vernünftig. Das ist jetzt erstmal, wie gesagt, so ein erstes Rumgefiddel. Ne? Aber was ich so sehe, ist bisher recht cool. Macker. Soft Ratchets. Nie, dass nicht komplett hässlich ist. Guter Rocker. Toe Tilt. Enkel Tilt. Oh, Kopf kommt gut runter und hoch. Ah, ist auch ein Ball Joint. Ah, cool. Okay, cool. Interessant. Ich glaube, da kommen ein paar coole Posen bei zustande. Bei einem kurzen üblichen Lauftest. Ah, okay, da hat er ein bisschen Swivel. Ja. Könnte auch was werden. Schauen wir mal. Bin ich ja schwer gespannt. Mal gucken wann. Ich denke nächste Woche. Denn Sonntag gibt es Tarn. AKA Mastermind Creations Reformatted. Was ist das? R19? Ich glaube R19. Kultur. Springloaded. Das sieht man auch nicht häufig. Klack. Guck mal an. Wie kommt das mal wieder raus? Wo ist der Knopf? Hallo, Knopf. Wo ist der Knopf? Hier kommt der Knopf. ja, der sitzt fest. Egal, Anleitung wird's richten, würde ich sagen. Ah, okay, kommt erstmal wieder rein. Ja, nice. Finde ich cool. Finde ich sehr cool bisher. Sehr gespannt. Ja, kommt ja auch mit ein paar Sachen. Hat zwei auswechselbare Gesichter. Sowas wie eine Dark Matrix oder so. Ich muss mal eben kurz mit dem Skalpellrücken hier ran. So, ganz vorsichtig. Ja, sowas wie so eine Dark Matrix oder so. Transluzent. Purpurnes Plastik. Sehr schick. Blaster, der irgendwie rollt. Das wird wahrscheinlich sein Landing Gear sein oder sowas. Ja, bin ich gespannt. Ich glaube, der wird Spaß machen. Ich glaube, der wird viel Spaß machen. Der sieht cool aus. Gefällt mir jetzt schon. Ja, wie gesagt, Tarn, MMC, Mastermind Creations Reformatted. Der richtige Name Kultur. Der kommt am Sonntag. Ich werde noch sehen, dass ich heute vielleicht die Fotos durchkriege. Ich weiß nicht, ob ich den Foto-Review vorher hinkriege, aber ich werde vorher Bilder fertig machen, dass es so wie als Vergleich fungiert. Und jo, bis dahin ein schönes Wochenende. Bis Sonntag. Haut rein. Tschüss.